Dann wollen wir schauen in den letzten etwas weniger als 6,5 Minuten, auf welche Seite sich Fortuna dann stellt bis zum Ende des Spiels. Ja, Ehrenberg kämpft sich da wieder durch. Er steigt sie hoch. Und Martina Scheller mit dem Fehlpass, aber sie ist gut in die Partie gekommen. Ja, das war, glaube ich, zur rechten Zeit der Wechsel. Jetzt Tor durch Nummer 13 von Berlin. Ja, das ist Christiane Wichert. Ihr sechster Treffer in diesem Spiel. 22-20 und da sieht man, noch ist das Spiel hier nicht vorbei. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich sag mal, 5 Minuten oder 5,5 Minuten sind noch zu spielen, 2 Tore, das ist nicht wirklich ein großer Unterschied. Aber was man eben halt gesehen hat, Berlin kommt jetzt noch mehr mit Druck. Wenn sie das 60 Minuten lang spielen, dann gehen sie hier als klarer Sieger vom Feld. Frage ist nur, warum sie es nicht die ganze Zeit so machen. Ne? Jetzt Sperre absetzen, man bringt jetzt durch die Sperre von Jana Dürschauer Annika Kaminski mit ins Spiel. Gut gemacht. Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen beide. Gab es eine kleine Nicklichkeit. Einmal von Theresa Loll und einmal von Katrin Feld. Und es gibt 2 Minuten gegen beide. Also hier gehört für mich nur eine Spielerin vom Feld gestellt, das ist die Mecklenburger Spielerin. Weil das war jetzt einfach nur provoziert und das war leichtgläubig von den Schiedsrichtern darauf reinzufallen. Und man hat das ja auch gesehen, mit was für einem Lächeln sie hier runterkam. Also es ist für mich eigentlich unsportlich und hat für mich in dieser Spielklasse auch einfach nichts zu tun. Das hat auch nichts Erfahrung oder sonst irgendetwas. Finde ich einfach unschön und passt zu ihrem Spiel eigentlich. Ja, und jetzt durch den Kreis gelaufen, nehme ich an. Da war ja kein Kreis. Also ich weiß nicht, es gab Abwurf jetzt. Doch, aufgelöst zum Kreis von Annika Kaminski, durch den Kreis durchgelaufen. Naja. Abgestanden eigentlich, ja. Zwei Minuten Strafe. Jetzt wird es richtig spannend. Ja, jetzt haben wir 6 gegen 5. Nein, 5 gegen 4. Auf dem Feld 5 gegen 4, aber letztendlich ja mit Torwart 6 gegen 5. Da hast du dich aber schön rausgesprochen jetzt gerade. Das macht die Erfahrung. Ja. 22-21. Also wir Trainer gehen immer nur von den Feldspielern da aus. Richtig, Kaminski geht auf die Außenposition, löst er auf und wir spielen da quasi 3 gegen 4. Nein, sie kommt jetzt als Kreisläuferin. Ja, ich denke, wenn Dorf Mecklenburg jetzt lang genug spielt, dann wird auch da wieder das passive Spiel kommen. Sie spielen Kleingruppe eigentlich für die rechte Seite mit einer Linkshand, um das Spiel auf die linke Seite zu verlagern. Jana Martin. Was jetzt? Und jetzt gibt es 2 Minuten. Gegen Dorf Mecklenburg. Gegen Jana Dürschauer. Und das nenne ich konsequent. Ich unsportlich und konsequent von den Schiedsrichtern. Ja, genau das meinte ich. Jetzt ist es wichtig. Kühlen Kopf, ein bisschen auf was vorbereiten, Spiel verbreit zu halten, über ein Außen abzuschließen. Nicht über das Deckungszentrum, da versuchen sie zu verdichten, jetzt müssen die schnellen Pässe kommen. Spielt man hier den Pass zum Halbrechten weiter, dann ist der Weg frei. Warum spielt man den unnötigen, schweren Pass auf die Außenposition? 7 Meter. Zeit angehalten. Und Madeleine Hanselmann jetzt gegen Martina Sch. Und er ist drin. Ich bin auf die Deckungsweise jetzt vom Berliner TSC gespannt. Ob sie sich hinten reinstellen oder ob sie jetzt aktiv Mann gegen Mann verteidigen. Es würde sie an sie anbieten. Und jetzt zeigen sie es auch an. Jetzt geht raus. Geht man raus auf Kaminski, aber ansonsten bleibt man hinten drin. Und Kaminski kriegt den Ball und macht das Tor. Das darf natürlich nicht passieren. Nein,
Das ist ein Amateur, wenn ich sie kurz nehme. Auch hier wieder nicht der Mitblick. Der Blick für den Spieler. Und 2 Minuten gegen Kaminski. Nee, es gibt Rot. Das gibt Rot. Ja. Direkt Rot. Ja, auch da. Das sind solche Dinge, die die Menschheit nicht braucht. 2x2 Minuten, weil sie sich nicht beherrschen kann. Also, mir gefällt die Art und Weise von Dave Mecklenburg, wie sie sich hier präsentieren, absolut nicht. So was Unsportliches habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Aber das war nicht... Achso, eben die 2 Minuten, darauf sparst du an. Nein, ich wollte mich sagen, Annika Kaminski hatte erst einmal 2 Minuten. Ja, nein. Sie hat glatt rot bekommen, plus das Diskutieren, muss also noch eine weitere Spielerin mit drunter, also heißt, erhöht 2x2 Minuten. Und das ist, weiß ich nicht, hat für mich hier nicht zu suchen. Fällt mir auch wirklich nicht zu ein. Ja, Christiane Weichert liegt da noch. Hat da wohl schwer was abbekommen. Und da hoffen wir jetzt, dass sie bald wieder aufstehen kann, dass es bald wieder gut ist. Also ohne jetzt Partei zu ergreifen, aber jetzt hat für mich Berlin einfach auch die Punkte hier verdient, weil die müssen hier gegen eine unfaire Art und Weise ankämpfen. Ich meine, da nimmt man vorsätzlich eine Verletzung der Spielerin mit in Kauf. So wie es ausschaut, ein bisschen. Da wird der Kopf gekühlt, hat ein wenig Kopfschmerzen. Wollen wir hoffen, dass wir da nicht noch einen Krankenwagen brauchen? Und dass sie jetzt nur ein wenig liegt? Ich bin jetzt einfach gespannt, ob die Schiedsrichter den Überblick behalten, dass sie das Dorf Mecklenburg rein theoretisch nur mit 3 Leuten weiterspielen darf. Momentan sehe ich auch nur 3 auf dem Feld, also die Katrin Feld und die Jana Martin und die Torhüterin. Ja, also auch hier wieder kein mit 3, meine ich 3 Feldspieler. Okay. Jenny Oldendorf, Entschuldigung, Jude Dreves wird noch mit dazugehören. Ja. Michael, ja, das ist... Haben sie sie hochgestürzt. Und jetzt heben sie raus und fairer Applaus hier in Mecklenburg. So wollen wir das und wir hoffen, dass die Verletzung nicht zu schwer ist. Ja, wir sind 3 Spielerinnen von Dorf Mecklenburg auf dem Feld, 5 von Berliner TSC. Und jetzt die Möglichkeit zum Anschlusstreffer und dann auch noch in Überzahl. Theresa Lott, und jetzt haben wir eigentlich wieder die lange Zeit vor dem 7 Meter, wollen wir gucken. Aber diesmal ist er drin. Der 4. Treffer für den Berliner TSC. Jetzt ist das Spiel von Dorf Mecklenburg relativ langsam. Ja, mit der Kreisläuferin, die wirklich nicht wirklich wirkt. Jetzt muss man Judith Dreves kurz nehmen, weil die eben halt mit am beweglichsten wirkt. Aber die weiß nicht, wo sie hinspielen soll, weil sie die anderen beiden nehmen. Jetzt gehen beide an den Kreis. Und Katrin Feld mit dem Sprungwurf. Das sollte jetzt auch irgendwann mal passen gespielt werden. Ja, Dorf Mecklenburg füllt um einen wieder auf. Steffi Böhnke kommt. Und jetzt haben wir noch die 2 Strafen gegen Kaminski. Richtig, die wird natürlich nicht wieder auffüllen. Die Mannschaft der Mecklenburger SV darf nach der roten Karte natürlich wieder auffüllen. Aber Annika Kaminski darf nicht wieder ins Spiel kommen. Und Steffi Böhnke mit dem Treffer. 25-23. Und da ist die Lücke und auch das Tor für den Berliner TSC. Madeleine Hanselmann. Und man spielt jetzt 3-Mann-Manndeckung und 3 Mann hinten drin. Einer wieder aufgefüllt. Das ist aber falsch. Das ist aber dadurch.
dadurch, dass Berlin, Dorf Mecklenburg zweimal zwei Minuten in der Aktion bekommen hat, ist es eigentlich falsch, da aufzufüllen. War klar erkennbar. Und Tor für den Berliner TSC. Wir haben jetzt noch ein bisschen Diskussion gehabt über die Außenposition, der Ausgleich. 25 zu 25. Elisa Fliegner. Und jetzt kommt hier nochmal richtig Spannung auf. Ich hoffe, Fortuna hat das hier alles gesehen und hat sich richtig entschieden. Ja, 3 Sekunden sind es noch zu spielen. Und die Mecklenburger werden das jetzt ausspielen wollen. Und sie spielen ihn aus, über außen. Und der Heber, der ist drin. Jana Martin. Und jetzt noch 20 Sekunden für den Berliner TSC, das hier ein Tor zu erzielen. Das Kreisanspiel. Und 7 Meter. Jetzt der Zeitstopp. Da tun sie Dorf Mecklenburg noch einen Gefallen mit. Wenn sie jetzt schnell in Mitte spielen, haben sie noch eigentlich ausreichend Zeit, den Angriff auszuführen. Aber Theresa Lolde nimmt erstmal Verantwortung für ihre Mannschaft. Und er ist drüber. Der Ball geht an die Latte. Und damit ist das Spiel beendet. 26-25 gewinnt der Mecklenburger gegen den Berliner TSC.